Und bei Lifestyle sind wir natürlich schon gelandet. Bei unserer Dekorationskönigin, bei Judith Heinze. Herzlich willkommen nochmal bei uns im Studio. So, wir machen heute, haben wir schon gelernt, nachdem wir jetzt gerade die Balkonbank gebaut haben. Ja, du darfst heute dein Geschick zeigen. Ne? Du hast ja jetzt gerade getönt, dass man Geschick braucht. Das kannst du jetzt unter Beweis stellen. Was machen wir heute? Grußkarten. Wir machen Grußkarten. Ja. Schreib mal wieder, haben wir gedacht. Schöne Überschrift. Ja, es ist immer schön, irgendwas im Briefkasten zu haben von jemandem, der an einen denkt oder eben eine selbstgestaltete Karte zum Geburtstag oder zu einer Einladung. Und da haben wir uns heute drei rausgesucht, drei verschiedene Arten. Einmal mit diesem Deko-Tape, Masking-Tape genannt oder Washi-Tape, kommt aus Japan, haben wir vorhin erzählt. Die sind sehr leicht gemacht, damit fangen wir auch an. Sehr gut. Wir steigern uns sozusagen. Ja. Dann haben wir hier den Boho-Trend folgend. Mit Was für ein Trocken- Trend? Boho. Boho. Ja, das Boho, oder wie das heißt. Das kommt von dem Wort Bohemian. Das ist gerade ein Trend, der im Interior-Bereich, also im Einrichtungsbereich, eine Rolle spielt, mit vielen Naturmaterialien, viel Holz und so weiter. Das sieht man gerade überall. Makramee, und da ist das folgend. Und das Letzte, was wir machen, ist Stempeln. Das kriegst du auch hin. Absolut. So, wir fangen an mit dem Wasabi-Tape hier. Wasabi ist das Scharfe, was du zum Sushi hast. Das ist meine Edelsbrücke. Washi-Tape. Das Washi-Tape. Das gibt es tatsächlich in wirklich, also es gibt es mittlerweile tatsächlich auch nicht nur in Bastelläden, sondern das findet man auch ganz häufig in teilweise sogar Supermärkten, weil das so vielseitig einsetzbar ist. Du kannst damit zum Beispiel einen Bilderrahmen auch an die Wand einfach daraus machen und ein Foto reinkleben. Aber du kannst halt auch wirklich viele Sachen verschönern oder irgendwie einfach, wenn du zum Beispiel ein Teelicht hast, kannst du das draußen drum kleben, da kannst du es gleich auf den Tisch stellen, ohne dass es blöd aussieht. Finger. Und du kannst es, und deswegen ist es gut, dass du das gerade machst, ausnahmsweise gut, was du gerade da machst, du kannst es ganz oft wiederverwenden. Das heißt, diese Klebeleistung von diesen Washi-Tapes ist unglaublich. Wenn du es einmal sozusagen auf der Haut hattest, kannst du es auch noch mal benutzen. Ich würde es jetzt nicht überstrapazieren, nee, aber grundsätzlich geht das. Ich würde dich bitten, heute diese Kerzen zu machen. Die hier, guckst dir mal an. Und das ist eigentlich nicht so besonders schwer. Das sind quasi verschiedene von diesen Deko-Tapes, die so ein bisschen farblich passend sind. Und daraus machen wir einfach sozusagen selbst Kerzen. Und du fängst einfach damit an, guck mal, das nachzumachen. Das wird nachgemacht. Meinst du, schaffst ja, das? Ja, ja, warte. Und das macht man so, dass man die sozusagen abschneidet in der richtigen Länge. Wenn du dich verklebst, wie schon gesagt, kannst du noch mal abziehen. Dreh erstmal die Karte, genau. Und dann würde ich dir helfen, eine Flamme noch oben dran zu malen, sozusagen. Ja. Was ich mache, ist diese Torte hier. Die geht auch mit diesen Washi-Tapes, die sozusagen verjüngen nach oben, einfach geklebt werden. Und unten ist, das kann man sich im Internet runterladen oder freihändig malen, so einen Tortenboden sozusagen. Mhm. Und dann kannst du oben einfach noch was draufschreiben, wie meiner Liebsten zum Geburtstag oder irgend sowas. Ja. Der Vorteil von diesen Tapes ist, dass es die teilweise in den Läden auch im Pack gibt, was bedeutet, dass man da schon farblich passende Packs zusammen hat und gar nicht die sich einzeln zusammensuchen muss. Mhm. So, dann fangen wir mal an. Schreibst du denn viele Karten? Nein. Ist eigentlich schade, das oder? Das stimmt, aber ich krieg gerne welche. Okay. Also wenn du möchtest, kannst du ruhig mal eine Karte schreiben. Ich soll dir eine Karte schreiben? Ja. Nee, kannst du mal. Legst du die in die Hauspost, freue ich mich drüber. Ja, das kann ich machen, das stimmt. Ja. Guck, musst du doch nicht mal was bezahlen dafür. Guck mal, ich habe jetzt hier einfach einen Tortenboden ganz schnell gemalt. Also hier so ein, wie sagt man dazu? Tortenboden. Nee, ist eben kein Tortenboden. Ach so, nee. So eine Etagere sozusagen. Etagere. Genau, und würde dann halt quasi die einzelnen Tortenschichten so aufbauen mit dem Tapes. Wie schon gesagt, wenn du dich da verbaselst oder irgendwas, dann machst du es halt einfach nochmal. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wer kann, arbeitet mit so einem Skalpellmesser.
Guck mal hier, das hast du dort auch liegen. Vorsicht, die sind ganz toll, aber auch sehr scharf. Was soll ich damit machen? Na, da kann man das sozusagen direkt dann, also muss das gar nicht vorher... Ach so, da kann man das so. Genau, und dann kannst du das sozusagen einfach aufkleben, abschneiden, aufkleben, abschneiden, aufkleben, abschneiden. Bei den Kerzen ist es wichtig, oder sieht es gut aus, wenn die so ein bisschen schief sind, also quasi oben so ein bisschen... Schief ist meine Spezialität. Ja, das, ich dachte mir schon, dass es dir nicht schwerfallen wird. Ja, oh, ist ein Gefriemel hier. Naja, aber weißt du, was der Vorteil ist? Wenn du es dann jemandem schenkst, dann denkt der, wow, das hat René gemacht, voll aber krass. Das, eigentlich das hätte ich ja, René überhaupt nicht zugetraut. Da wir ja uns jetzt schon länger kennen, kann ich ja so Sachen einfach bei dir bestellen. Ja, aber dann hast du es ja nicht selbst gemacht. Ist egal, das erfällt ja niemand. Naja, schon. Also es sieht bei mir, glaube ich, anders aus, als wenn du das machst. Sorry. Nur wow. Aber so. Guck mal, stell dir mal vor, du schenkst deiner Frau sowas Schönes zu Geburtstag. Ja, die würde erst mal fragen, was ich verbrochen hätte. Ja, das stimmt. Dann, Moment, mein Freund, du hast gebastelt? Also das was schön, ist denn da schiefgegangen? Also was natürlich auch schön ist, ist, wenn man die Materialien einmal zu Hause hat, dann kann man natürlich mit diesen, guck mal, wie wenig du jetzt verbraucht hast, da kannst du halt unendliche Massen produzieren sozusagen und musst nicht jedes Mal, oh Gott, die Oma hat Geburtstag, rennen, jetzt noch schnell eine Karte besorgen, oder, sondern du hast das dann halt zu Hause. Wie weit bist du? Ich bin, die Kerzen stehen. Wunderbar, dann nimm dir den schwarzen Stift und mal einen Docht bitte netterweise dran. Schwarzer Stift ist hier. Ach nee, das ist zu dick. Zack, ah ja. Und dann brauchen wir natürlich noch einen netten Spruch. Ich bin jetzt auch schon oben angekommen. Und dann machst du halt quasi einfach noch ein bisschen mit Gelb und Orange, die gebe ich dir mal rüber, noch ein bisschen Flammen, weil sonst hast du ja, die Kerzen wären ja dann aus. Mhm. Das wäre ja auch schade. Das ist schade. So, und dann stempeln wir obendrauf einfach noch einen netten Spruch. Oder du kannst es auch gerne mit der Hand schreiben, weil dir ist nicht so viel Platz. Ja. Da würde ich dich jetzt bitten, mit der Hand irgendwas Nettes drauf zu schreiben, wen auch immer du erreichen möchtest. Ja. Gibst du mir mal die zwei zurück? Gerne. Und dann hast du es auch schon geschafft, so, deine Karte. Was schreiben wir denn da drauf? Fertig. Schreiben wir... Kann man ja auch schon für, kann man ja auch schon drauf schreiben, oder? Ja, für dich. Für ihn. Für Jochen. Für Jochen, guck mal, wie nett. Ja, klar. Jochen K. So. So, und fertig. Es bleibt so ein bisschen mysteriös. Machen wir uns, wie lange hat es gedauert? Das Schreiben oder das Basteln? Das Basteln. Warte mal. Nicht lang. 7 Minuten. Was? Nein. Guck mal, und jetzt weißt du ja schon, jetzt hast du schon das erste Erfolgserlebnis. Und jetzt machen wir gleich weiter. Was und soll ich noch zeigen? Wen? Ach, das. Das, oh, das brauchen wir auch noch. Herzlichen Glückwunsch. Vorsicht, ist noch nicht getrocknet. Guck mal. Ratzifatzi. Ja. Frage ist nur, was wenn das für ein Kuchen Zeit ist. Wenn man Zeit hat, macht man es natürlich noch ein bisschen gerade. Aber was ist das für ein Kuchen? Erdbeer ist dabei? Himbeere, Erdbeere, Schokolade und Pflaume. Und alles gemischt. Pflaume. Guck mal, und diese Tapes, die gibt es. Und das sieht sehr hübsch aus, auch in unterschiedlichen Breiten. Mhm. Schau mal her. Und dann kann man natürlich hier sozusagen bei der Torte dann immer noch so, ach, so eine Kante. Guck mal, der Jochen will noch so eine Goldstaubkante dann haben. Soll der Jochen so eine Goldstaubkante. Der ist eher so ein Goldstaubjunge. Ich zeig dir schon mal, während du den Goldstaub noch drauf flitterst, wie es weitergeht. Nämlich mit diesen kleinen Sträußen. Zurzeit ist es so, man muss sich, also die gibt es überall zu kaufen, die Trockenblumen. Musst du aber gar nicht, weil gerade natürlich auch sehr viel wächst draußen. Und gerade die ganzen Gräser stehen gerade auf den Wiesen. Mhm. Das heißt, du kannst auch wirklich einfach, also die zum Beispiel sind gepflückt. Da kannst du halt einfach losziehen. Dir Gräser pflücken, trocknen lassen und dann kannst den ganzen Winter Trockenblumenkarten produzieren. Ja, das ist wirklich was, da habe ich wirklich auch Freude dran. Du, wir wissen nicht, wie lang dieser Winter werden wird. Also such dir lieber noch ein Hobby, weil mit Fußball kommst du dann wahrscheinlich nicht weiter. Doch, mit Fußball, da komme ich ganz viel weiter. Schau mal, ich habe dir ein paar Blümchen hingelegt. Die nimmst du dir sozusagen und dann baut man sich einen kleinen Blumenstrauß. Das ist ein bisschen, nee, der ist noch nicht fertig, so wie du ihn hast. Weil ich wollte mit dir mal durch die Blume sprechen. Ja, das schaffst du die ganze Zeit schon. Schau mal, du nimmst dir halt eine Blume und nimmst die sozusagen wie als Unterlage und legst dann auf die drauf die anderen, sodass das sich so ein bisschen wie so ein Blumenstrauß. Hast du vielleicht mal beim Florist, wenn du
Wenn du deiner Frau einen Blumenstrauß mitbringst, mal geguckt, wie das. Ach so, du gehst gar nicht hin. Doch, doch. Aber wenn ich komme, ist der Strauß fertig. Das aber macht die Silke immer ganz großartig. Rufe ich an, sag Silke, du weißt, Rosen, so viel du hast. Und dazu das grüne Zeug, was meine Frau so sehr mag. Ihr kennt euch ja. Und dann macht die einen zauberhaften Strauß. Ach so, na, die kennt, also da hast du dann nichts mit zu tun. Das ist die Freundin von deiner Frau, die genau weiß, was sie sich wünscht, es oder? Es braucht ja auch eine Idee. Und jemand muss ja auch sagen, heute ist wieder Blumenstrauß-Tag. Und das bin dann immer ich. Ach so, weil es bei dir im Handy drin steht? Nein, weil ich das fühle. Ach so, das ist ja noch besser. Ja. Schau mal, und dann bindest du hier deinen Strauß so zusammen. Mhm. Und hast du? Ja. Du hast dich nur für die Puschel entschieden. Okay, verstehe. Das ist dann eher so. Ja, okay. Auch schön. Ja, finde ich. Guck mal, und dann machst du, bindest du den Strauß halt mit einem farblich passenden Faden zusammen. Der liegt schon vor dir. Guck mal, da am Wasserglas liegt der. Ach, da. Genau. Und den siehst du, das habe ich nämlich gesehen, deswegen habe ich die blauen Puschel genommen. Bist du denn vorsichtig zu? Hast du gedacht, Judith hat das bestimmt nicht umsonst dahin gelegt. Nee, das hat doch einen Sinn, warum wir das hingehen. Ja, 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 ja. Genau. Und dann, haben dann entwickelt wir den, man den so, oder was? Ja, und irgendwann machst du erstmal eine Schleife, weil sonst. Sonst kriegst du es nicht durch mehr. Wodurch? Mach mal, durch die Karte. Du musst jetzt mal irgendwann eine Schleife machen, sonst ist Schluss. Dann hast du hinten so einen Stitzel hängen, das ist auch nicht gut. Ach so, ja, stimmt. Guck mal, da hast du den wichtigsten Teil dann schon hinter dich gebracht. Und dann brauchst du quasi eine Karte. Ich habe mich jetzt entschieden, weil ich finde, dass das total schön passt für diese Naturfarben. Das kannst du aber natürlich auch mit Weiß machen oder mit Schwarz. Und da habe ich bei dir schon zur Sicherheit Linien eingezeichnet. Ja, sehr gut. Und dann nehmen wir hier dieses gefährliche Werkzeug. Ja. Du klappst die Karte bitte auf, weil sonst würdest du die beiden Seiten durchritzen. Und dann würdest du jetzt die Linien quasi noch mal mit diesem Cuttermesser nachziehen. Mich so ein bisschen wie bei Dr. Dietz irgendwie, wenn der quasi. Mit dem Skalpell jetzt? Ja, wenn der quasi am offenen Herzen. Macht ihr das in der Sendung hier? Ja, ja. Immer, oder? Immer. Wir haben immer jemanden da, der irgendwie gerade eher auf dem Tisch liegt. Ja, ja, genau. Und dann sagt der Doktor: Pass auf, René. So läuft's. Jetzt, hier musst du ein bisschen gucken wegen Schneiden, hier musst du ein bisschen aufpassen wegen der Arterie und schon ist zack. Ich habe jetzt hier, das gibt Kalligrafiestifte, die sind sehr schön. Und da du bestimmt total schöne Schrift hast, kannst du auf diesen. Ich habe eine ganz. Siehst du doch hier, guck mal, das Jochen kann man kaum lesen. Aber du kannst dich ja. Das könnte auch Rochen heißen. der gemeint ist, der weiß es ganz genau, der gemeint ist. Guck mal, und da kann man entweder jetzt hier auf dieses Stück, was du hier hast, ne, dieses, da kannst du jetzt sozusagen was drauf schreiben. Aha. Oder, wenn du es dir leicht machst, was drauf stempeln. Ja, was haben wir an Stempeln? Ach, Einladung? Ich habe jetzt hier herzlichen Glückwunsch. Ach so. Aber du kannst natürlich auch schreiben, alles Gute, alles Liebe für dich. Ja. Hab gerade an dich gedacht oder irgendetwas. Ja, ja, ja. So, und dann stempeln wir das drauf und dann wird der Blumenstrauß, du bist schon soweit, durchgesteckt. Jetzt hast du aber nichts drauf geschrieben. Wenn du jetzt noch was drauf schreibst, dann ist es noch schiefer. Ich stempel, ja. Ja, jetzt drauf stempeln, wenn es schon durch ist, ach so, der Blumenstrauß. Ach so, nehmen wir wieder raus. Also es geht alles schnell, aber man sollte die Arbeitsschritte dann versuchen, einigermaßen zu... Ja. Auf der anderen Seite, vielleicht hast du auch eine gute Idee, wie es besser geht. Nee. Also besser als bei dir, auf keinen Fall. Du bist ja die Dekorationskönigin. Ja, aber guck mal, was du jetzt schon alles gelernt hast in den letzten Jahren. Genau, und jetzt sehen wir auch bei dir sehr schön den Fehler, den du gemacht hast. Nämlich zu viel Farbe zu nehmen. Weil man dann eben nicht nur das sieht, was oben drauf ist, sondern weniger auch noch die Form. Weniger ist mehr. Ich möchte ja an der Stelle noch mal sagen, Frau Heinze, ich liege Ihnen ja ungefähr schon seit 17 Jahren in den Ohren, dass ich mal irgendwas mit einer Motorsäge im Studio machen möchte. Und die ist voll cool, die Motorsäge, und dann oder? Ist es sozusagen der Sportkamerad Forelle in Zusammenarbeit mit der Frau Sachsenröder, die dann dafür sorgen, dass ich endlich mal eine Motorsäge hier im Studio habe. Fertig. Ja, guck mal. Entscheiden Sie jetzt, stimmen Sie ab unter mdr.de/leben. Welches ist die schönere Karte? Ja, soll ich noch mal meine halten? Aber nee, musst du gar nicht. Es reicht, wenn Sie einfach meine sich angucken. Einfach unter René. Einfach 40.000 Klicks unter René.
Damit bin ich sehr zufrieden. Die gucken also, es geht schon so da wer drüben. Die ja. Herrschaften. Oh, und die Damen vor allen Dingen. Ich zeige dir gleich noch einen ganz, ganz schnellen Tipp, aber ich glaube, erstmal sind die dran, oder? Absolut. So, wir haben noch eine letzte Grußbotschaft. Ja, und die geht rasend schnell. Da habe ich auch wirklich, weil Stempeln geht irre schnell. Das macht wahnsinnig viel Spaß, weil es so schnell geht. Ich habe nur hier wieder herzlichen Glückwunsch drauf. Und dann nimmst du dir Blätter oder irgendwas, da gibt es eine unendliche Auswahl. Aber nicht zu viel Farbe, Judith, ne? Bitte nee, aufpassen ein bisschen. Ich möchte eins sagen, was wichtig ist, ist, du darfst nicht nur da drauf stempeln, sondern wichtig ist, dass man auch zur Hälfte stempelt, weil sonst sieht das nicht gut aus. Also man muss sozusagen immer so stempeln, als würde das hier an den Seiten halt weitergehen. Halt mal kurz in die Kamera, dass wir es auch sehen können nochmal. Ja. Dann können wir uns nämlich genau damit verabschieden. Ja, ja, so, die Kamera kommt rein. Also so, immer hier so ein bisschen im Anschnitt. Ja, ja. Das ist der Trick. Dankeschön, Jude, Karte. Für die Tricks. Wir sehen uns morgen wieder. Jetzt geht's weiter mit den Kollegen von MD Aktuell. Tschüss. Nee, da.